Und es freest einfach unentwegt. Ich bin ganz ehrlich, Tobi, ich habe das bei keinem anderen. Bei Elex hatte ich das anfangs, ja. Aber dann halt auch, nachdem ein paar Patches draußen waren, war das auch nicht mehr. Das habe ich so bei keinem anderen. Es freest halt unentwegt. Ich wüsste halt auch nicht warum. Also, ich habe so schlimm, habe ich es nicht. Ich habe es mal, aber nicht so schlimm halt. Oh, ich muss meine Knarre mal reparieren. Natürlich schieße ich daneben, klar. Oh, ich brauche einen Bleiball dafür. So ein Fettsack, den kriegst du ja auch nicht, ne? Hund von irgendwo. Oh ja, ein Wolf. Wow. Ach, ein Wolf wieder, na klar. Oh, ja, ich bin auch gleich schon wieder tot. Willst du mich da? Ach komm, ey, das ist... Ich find's halt auch ein bisschen wild, dass ich mit der Shotgun direkt vor diesem Wolf stehe, schieße mir den Kopf und er überlebt das halt einfach. Also irgendwie sind die Viecher stärker geworden. Keine Ahnung. Darf ich nicht. Du klingst frustriert, Tobi, was ist denn los? Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Also geil vielleicht, ist das nicht. Vielleicht stelle ich mich auch einfach dumm an, das kann auch sein, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich so in den Kommentaren stehen, aber es ist halt, das, früher war auch dieses Problem nicht. Also wir haben früher mit weniger Wissen, also mit noch weniger Wissen angefangen und es war auf jeden Fall alles sehr viel machbarer gefühlt. Ich will jetzt nicht mäkeln oder irgendwie, ne, von so einem High Horse runter, aber ganz ehrlich, das war nicht so. Nee. Und ich meine, du musst ja am Anfang losziehen. Du kannst ja auch nicht mehr irgendwie sagen, okay, du igelst dich erstmal ein und baust Felder und tust dir erstmal irgendwie Essen oder Medizin oder so, weil du kannst ja nichts mehr anbauen. Ja. Du brauchst ja erstmal gefühlt ein ganzes Forschungslabor, um dir irgend so ein Scheißfeld. Du steckst einfach einen Samen in die Erde und gießt den. Fertig. Du bist sauer. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich kann's wirklich. Aber du musst halt losziehen, du musst halt looten, 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 weil du hast ja sonst nichts zu fressen. Du kannst ja sonst nichts machen. Ja, ja, ja. Und dann verreckst du aber dauernd, weil die Viecher so dermaßen stark sind. Oder weil du daneben schlägst und der Zombie trifft dich durch ein Stahlrohr. Vor allen Dingen, weil du am Anfang halt auch, du wirst ja gezwungen rumzulaufen, obwohl du noch der Salafel bist, weißt du? Du hast ja nichts. Also, na gut, im Grunde, wir haben Knarren und so, bla, 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 aber. Das bringt alles gefühlt momentan relativ wenig. Ich habe das Gefühl, wir haben, obwohl wir so viel haben, haben wir nichts. Das ist schon sehr hart auf jeden Fall geworden. Also wenn, ne? Da nichts gegen zu sagen, aber... Ja, weg damit, nice. Huch. Boah, Alter, die ist aber noch... Was, hä? Was ist mit dir? Warum zuppelt die denn so? Die dancet noch ein bisschen. Alles verfault, außer die Brüste. Ja, ja. Wer Böses dabei denkt. Keine Leichenstarre, Tobi. Oh, der Händler hat aber gleich wenigstens offen. Oh, cool. Ja, wir sind die Ersten. Nice. Junge, Junge, Junge. Vielleicht machen wir ja auch alles falsch. Kann ja sein, ne? Also wegen Unwissen und so. Aber dass mit diesen, dass du erstmal gefühlt die ganze Map durchlooten musst, um die ganzen Bücher zu finden, um überhaupt irgendwas bauen zu können, ist halt nicht geil. Ich weiß ja, war das früher auch schon so mit diesem System? Glaube ich. Never ever. Never ever. Das war. Ich weiß, dass wir skillen mussten, da erinnere ich mich wohl dran, aber dass man diese Rezepte dazu noch finden musste. Ich weiß, dass wir damals den Messbecher ewig nicht gefunden haben, ja. Alter. Reicht mir langsam, Tobi. Okay. Alter, mit der Axt einfach, mit der ganz normalen Axt. Was? Ja, ja. Hä? So. Die geht halt schneller und die hat so ein bisschen Range dazwischen. Wo war das? Das Haus war hier runter, ne? Ja. Ja. Ja, da ist der Rucksack, okay. In the middle of the street. Ja, da ist er. Okay. Nicht rennen, lieber ein bisschen Ausdauer tanken nochmal, vorsichtshalber. Der Hund wird wahrscheinlich noch da sein. Ja, hat ja auch nur zweimal die Shotgun in die Fresse bekommen. Das ist richtig, das reicht nicht. Da ist das natürlich so ein typisches Zombie. Hundeverhalten. Dann noch weiter zu leben. Oh, hi. So. So, wer will noch eine? Hm? Oh, Alter, ich weiß nicht warum, aber hier habe ich halt unendlich viele Freezes. Das ist aber auch Bullshit, wenn du das immer hast, wenn wir irgendwo looten gehen, das ist halt richtig kacke.
Also, ich war gefühlt bei Häusern, aber auch so super. Warte mal, da kommt noch einer. Da ist noch einer. Wenn wir schießen, dann kommt der angelaufen. Und hinter dem Gebäude könnte noch der Hund sein. Ich weiß genau, wo der herkam. Jetzt lauf doch nicht weg! Was ist denn mit dir? Doof oder was? Schön rein da. Ah, das hast du, okay. Deine. Kommt keiner? Das ist sowieso ein Fußballfan. Was ist da los? Vorsicht, hinter dir könnte auch einer sein. Natürlich ist da einer. Schrei nicht so laut. Oh, Treppe runter. Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Er fliegt halt einfach hin, und dann, während ich ihn treffen will, und dann fängt er mit diesem Hund in den Penis. So, oh, schönes Hemd. Ein Rucksack. Vielleicht suchen wir auch an den falschen Stellen. Vielleicht müssen wir so Büchereien oder sowas ausforschen. Nee, soll ja random immer irgendwo rumliegen. Ach so, echt? Ja. Vielleicht haben wir auch einmal nur Pech. Kann natürlich auch sein. Hä? Angeblich soll es ja auch viele Branches geben, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe da noch nicht so viel von gesehen. Oh, schön. Ja. Bup, bup, bup. Ja, das war's hier drin halt irgendwie schon. Schade. Na gut, viel ist das jetzt nicht. Aber da muss repariert werden. Ich will mal kurz was probieren. Ach. Nur mal was probieren. Ha? Na du Häsloden. Hast du Spaß da oben links bei mir im Bild? Verdient hat das. Ich probiere noch mal kurz was. Das ist nicht das gewünschte Ergebnis. Okay. Mal kurz hier. Hat die Party drüben aufgehört? Die wollten auch bis zwei machen. Ist doch nicht mal eins jetzt. Was ist denn da los? Ganze Pulver schon verschossen. Aber wirklich? Ja, na also. Ui. Nice. Oh, mal Mülltonne unberührt. Tobi, warum ist die Mülltonne unberührt? Entschuldigung. So. Ich wabere mich direkt im Müllhaufen daneben. Sehr gut. Vor Scham. Direkt durchwälzen. So, ein paar Stofffetzen noch mitnehmen und dann kommen wir zum Händler eigentlich, ne? Oder willst du hier noch was abbauen? Nö, wir können gerne. Oh, warte mal. Freeze, ja. Oh, hier gibt's Lehm, wenn man das abbaut. Oh, das ist gut. Mit was baust du ab? Und Nitrat. Einfach mit der Axt in die Erde rein. Kann ich auch mit dem Hammer drauf? Und Lehm. Okay. Okay, aber nicht so viel, oder? Nee, ist jetzt nicht so mega viel, aber es ist umsonst hier, weißt du? Ja, okay, da hast du recht. Es dauert zwar 100 Jahre mit der Axt, aber was soll's. Bin nass. Ja, ich auch. Dabei regnet es nicht mal, oder? Doch, es fängt an zu regnen. Okay, es sind drei Stück. Okay. If I had a hammer. A hammer in the hole. Oh, easy. Oh, da drüben ist noch jemand. Cool, hallo. Ich geh da mit dem Messer drauf. Clear! Drecksau! Ja! Bremmel! Will dein Frau deine Fahrkinderkekse nicht? So, hier. Wir brauchen diese Ranch. Wir brauchen aber diese Ranch. Alles andere ist egal.
Ja, lass mal beim Händler vielleicht gehen und mal gucken, ob der irgendwas Cooles für uns hat. Ja, mal schauen. Mist. Vielleicht ein paar Quests oder so. Ein paar Quests, an denen wir scheitern. Dann machen wir das Spiel dafür verantwortlich und die Entwickler. Und aber ja, ist das jetzt vielleicht eine Art... Halt. Also, ich habe, glaube ich, gelesen, dass die das Spiel umbauen wollen oder umgebaut haben. Im Steam-Forum heißt es, es soll irgendwann mehr in Richtung Looter-Shooter gehen, wobei ich davon ehrlich gesagt nichts merke, weil da müsste man bei den Feinden ja alles Mögliche finden. Was denn? Hier hinten ist ein Haus, Erik, noch. Also noch ein Häuschen, wenn du möchtest. Achso, ja, warte, ich komm. Und ich frage mich halt, ob man das jetzt eventuell anders spielt, als wir es damals gespielt haben, dass wir jetzt wirklich, weil auch in den Kommentaren standen, wir sollen mehr questen, also wir sollen uns Quests holen unbedingt. Naja, aber dann hast du halt immer noch das Problem irgendwie, dass du nicht zu essen hast. Voll das schöne Haus hier. Hä, das hier... Das, ja, das ist hübsch, ne? Das Haus hier gefällt mir voll gut. Ja, das ist schon hübsch. Mit dem See da vorne und alles? Wir hätten halt immer Wasser, ne? Und der Händler wäre direkt um die Ecke. Und das auch. Oh, ich habe eine Stufe 2 Axt. Kann ich die selber auch irgendwie aufwerten? Würde ich auch gerne wissen. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht dann irgendwann. Ja, das geht. Frag mich aber wie. Ach, guck mal, das ist eigentlich schon hübsch hier, ne? Dass wir so ein Ding weiter abbauen kannst. Hopp! Okay. Hab ich mich erschrocken. Boah. Oh, warte, mein Ohr kitzelt. Tobi, Spezialwarnung, deine Shotgun ist echt nice. Die ist mega, wenn sie denn mal trifft. Scheint aber gut zu klappen. Ist ja One-Shot. Oh, hier ist eine Werkbank. Oh, zerstörte Werkbank, Tobi. Oh, können wir die irgendwie mitnehmen, aufsammeln, was auch immer? Essen? Das wäre so schön. Oh, hier ist... Okay, da ist Glut hinter. Ist schon Mann, wie unauffällig sie sind, Gnädigste. Entschuldigung. Erik, mit Frauen kannst du umgehen, was? Nice. Da ist die ganze Schädeldecke weggeflogen, Tobi. Ich mag dein Händchen für Frauen. So, versiegelte Kiste. Tobi, wollen wir das Haus hier vielleicht in Beschlag nehmen? Ich finde das echt hübsch hier, muss ich sagen. Ne? Und wir haben mal halt direkt Wasser in der Nähe. Das finde ich auch. Wir haben Wasser in der Nähe. Ach, du bist das. Oh Gott, ich wollte gerade loslegen. Da oben ist noch Stage Country, versiegelte Kiste. Warte. Oh ja. Mach du auf, du hast Loot drauf. Ja. Oh, was haben wir denn hier? College-Jacke. Ah, Munition. Geil. Sag mal, macht der immer das Haus kaputt? Das haben wir gerade occupied. Ich möchte ja mal bitten. Hm? Ach, entschuldigen Sie, mein Herr, Moin. Das ist unser Haus. Guten Tag, mein Herr. Ach, ist das schön. Das ist so ein Lodge-Haus irgendwie, ne? Ja. Uiuiuiui. Kneipenschlägerei beim 2. Das würde ich mir gerne kredenzen, wenn du einverstanden bist. Ich habe, glaube ich, noch so eins. Warte mal. Ah, okay. Gleich mal. Huch. Achso. Ich habe Kneipenschlägerei Band 2. Oh, sehr gut. Das wird eine schöne Kneipenschlägerei. Achso, du räumst erstmal. Oh, ich verstehe. Oh, shit. Ich mach mal da oben. Ich habe 60 Schuss. Let's go. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Dass ich stören wollte? Au. Oder dass ich der guten Dame hier einen Headshot gebe. Aus nächster Nähe. Und sie steht noch. Ja, manchmal ist es komisch. Boah, ich bin völlig überladen. Was ist denn da los? Ja, Tito. Aber wenn wir eh... Könnten wir ja schon eine Kiste hier hinstellen. Ja, das denke ich mir immer auch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn wir eh hierher kommen... Und uns einfach heimisch fühlen. Boah, ich bin 15 überladen. Oh. Bei mir ist es erst 6. Aber, ja... Ist sehr schön hier. Ist ein sehr hübsches Haus, ja. Tobi! Ach Gott! Hm? Oh. Ja, warte, kommst du. Brauchst du Hilfe? Ah, nee, ich muss ihn nur finden. Oh. Die kriege ich da einfach auf den Himmel. So.
Ich wollte nur sagen, Dachterrasse. Ja, das ist saugeil hier. Vor allem, wir könnten halt theoretisch auch zur Not erstmal hier hochflüchten, oh, ne? Ja, das stimmt. Da oben kommt einer. Ja. Direkt aufs Maul. Das wenn du schon hier was anfasst, ne? Das ist unser Haus. Aufzukriechen. Ach, du bist Vieh. Hier ist eine leere Holztruhe, die könnten wir theoretisch schon mal benutzen. Da passt auch viel rein. Nur um jetzt ein bisschen Stuff loszuwerden. Versteh's nicht. Also, das wollte ich lernen. Ah, es war nicht Band. Doch, Band 2. Ach, es waren zwei Stück. Ach so. Ich schmeiß nochmal schon mal ein paar Sachen hier rein. Ja, ja. Wir müssen unser ganzes Stuff auch noch hier rüberholen, ne? Ach du Heilige. Ja, ja, das wird schwierig. Bogenschießen für Ranger. Okay. Hier, Pflanze, da, keine Ahnung. Ich baller erstmal alles da rein. Außer die eine Sache, die ich Tobi direkt gebe. Hundefutter. Was? Hundefutter? Ähnlich, Tobi, du wirst dich freuen. So. Wo bist du denn? Ich räume mir gerade ein bisschen was hier hinten in den Schrank. Wie zum Beispiel das Papier. Okay. Oder ich leg dir mal den Kneifenschlägerei-Band hier rein. Ah, super. Tobi, hier, ich drop dir mal was. Ich guck mal hier. Hundefutter. Oh, Alter. Ja, Hundefutter. Mm-hmm. Gib's ihnen zu fressen, Tobi. Das war reloaden. Geil. War schon nice, wenn da zwei Schuss reinpassen würden. Ne? Da geht immer nur eine Dings rein. Das ist schwierig. Ja, da hast du recht. Da hast du natürlich recht. Oh, Bücherregal, unberührt. Okay. Als Aloe Vera drin im Bücherregal, natürlich. Wieso habe ich einen Holzstuhl aufgehoben? Ich habe keine Ahnung. Also man müsste ja natürlich noch mal ein bisschen umbauen, ne? Gefühlt. Ja, aber ist trotzdem ganz nice hier. Also. Und vielleicht könnten wir irgendwo in der Nähe, wenn wir jemals so weit kommen sollten, in diesem Durchlauf, können wir vielleicht unseren Bunker wieder machen. Ja, ja. Vielleicht übers Wasser so drüber, weißt du? Hm. Wobei die, glaube ich, ohne Probleme durchs Wasser gehen. Das ist, glaube ich, sinnlos. Aber gehen die am Grund des Wassers oder? Oh Gott, die gehen einfach am Grund des Wassers, Tobi, als würden sie auf dem Wasser gehen. Das bedeutet aber, sie können dann theoretisch gesehen nicht nach oben. Also, wenn wir das übers Wasser bauen, könnten die nicht da hochklettern. Ja, aber die Pfeiler wären unten, auf denen das Gebäude steht. Weil du kannst ja nicht einfach ein Betongebäude ins oder aufs Wasser stellen. Kann man hier nicht? War das so realistisch physikmäßig? Ja, dann bricht alles zusammen. Deswegen haben wir doch gerade die Dinger weggemacht bei dem Schild, weißt du noch? Ach ja, ja, stimmt, ja. Das ist auch eingebrochen. Ja, okay. Ja. Schade. So, hier ist alles ringsrum schon aus Stein. Es ist allerdings schon Tag 6, ne? Ich würde sagen, den ersten Blutmond sollten wir am anderen Haus verbringen, damit hier nichts kaputt geht direkt. Das Oder? Ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Packe ich hier aber trotzdem den meisten Stuff schon mal rein, ne? Ja. Das brauchen wir noch. Das. Ich pack das mal alles hier rein. Kann man das hier schon mal... So. Ja. Und wenn ich dann hast du jetzt... eine Pistole? Hast du eine 9mm Pistole? Ist das normal 9mm? Magazingröße 6 habe ich. Ah, oh, ne, Quatsch. 6. Magazingröße 6, das sind nicht die. Okay. Ich weiß nicht, was braucht die für Muni? 9 mm. Ich schmeiß die. 9 mm. 9 mm. Ah, warte mal, da habe ich was für dich. Moment. Prima. Ja. Das schön. Warte, ich komme sofort. Ich wollte hier nochmal schnell. Hab gedacht, das wäre ein schöner Ort für ein Lagerfeuer. Oh ja, nice. Oh, geil, danke dir. Prima. Oh, sogar mit Badewanne. Ach, toll. Guck mal. Schön. Achso. Ja, geil. Ne? Hä, voll nice. Kann man hier schön Feuer, Wasser machen. Aber ich glaube. Ja, das wird nicht funktionieren. Kann ich das Wasser hier einfach kochen? Rezepte gekochtes Wasser. Geht das einfach ohne Top? Okay, das geht. Cool. Dann koche ich gerade ein bisschen Wasser auf schon mal. Mhm. Ansonsten, was habe ich denn hier? Kohle von eben gerade. Hier fliegt so ein Viech rum wieder, ne? Ins Regal können wir auch Bücher stellen, einfach alle. Das ist schon ganz nice.
Das ist eine sehr coole Butze. Cool, dass wir die gefunden haben. Ne, finde ich auch. Rezept Aloe Vera Samen. Okay, das benutze ich auch mal. Und einen Topf habe ich auch bereits. Sehr gut. Einen Topf kann ich direkt aufs Lagerfeuer stellen. So. Achso, kann ich jetzt nicht offenbar. Na gut, stell ich es mal da rein. Achso, wollen wir mal zum Händler laufen? Ja, gerne. Bevor der wieder Klosett hat. Eine Frage. Ja. Hast du so einen komischen, hast du diesen komischen Block noch, um Player Space zu occupyen? Ja, zu Hause. Okay, den müssten wir hier nämlich, glaube ich, aufstellen, damit die Zombies hier nicht respawnen, ne? Ach ja. Glaube ich. Dann sollten wir den vielleicht mal holen dann gleich. Ja, da vorne ist übrigens ein Zombie. Da kommt gerade einer. Dann weiß ich jetzt ja auch, wo die Felder dann hinbauen. Ja? Naja, hier zu dem Haus. Ja, das stimmt. Also, warte mal. Wie kann ich nochmal markieren? Ich mach den gerade mal kaputt hier. Ich glaube, rechte Maustaste auf der Map einfach. Ah ja, schneller Wegpunkt. Wegpunkt speichern als Festung. Die Mutter stinkt nach Fisch, Junge. Fischjunge. Ach, sehr geil. So, Villa. Ich hab's einfach Villa genannt, Tobi. Unsere geile Villa. Auch Villa. Wir müssen, in welche Richtung müssen wir denn? Zum Händler geht's hier lang. 140 Meter nur. Okay, cool. Ist halt wirklich ein Witz, ne? Hä, das ist voll die geile Location hier. Ja, und wir haben direkt Wasser vor der Nase und, boah, mega. Ja. Oh, Leukit. Ich glaube, wir wollten das auch in der ersten Staffel so machen, dass wir... Ah, da ist ja schon wieder eine Stunde Aufnahme, ne, Tobi? Was ist denn los? Hey, der Händler ist ja direkt hier. Ja. Das ist ja voll geil. Oh, und ein Vogelnest. Voll machen wir das bei den Stundenaufnahmen einfach immer die erste Folge aus der Stunde immer bei der halben, bei 30 Minuten cutten, oder was? Ja, denke schon. Okay. Morgen. Hat der uns nicht aber neulich wegteleportet die ganze Zeit? Ja, der kriegt uns auf die Fresse für. Den hauen wir einfach um. Lass ich mir nicht bieten hier. Guten Tag. Arschloch. Oh, ich suche Riga. Oh, Tobi auch schon mal klauen. Oh, geil, drei Rohre. Da kann ich meine Knarre reparieren. Der hat aufgeladen hier schon mal. Cool. Aufgefüllt. Nett von ihm. Moin. Nice. Oh, vergammeltes Fleisch. Mehr hat er nicht. Und ein Putzlumpen. Hey, Joel. Hast du mich auch... Beseitige Zombies. Okay. Sollte immer nur einer eine Quest annehmen? Weiß ich nicht. Oh, einer von uns hat Hunger. Ich wahrscheinlich. Ich mach mal abholen. Einer unserer Agenten muss seine Lieferung hier verstecken. Cabin 12. Besorgt die Sendung, bring sie zu mir zurück. I can't thank you enough, friend. Okay, ich hab mal eine angenommen. Oh, hast du was zu essen? Die oberste? Jo, ich habe aber nur dieses verkohlte Wildbret, ne? Ah, shit. Aber nimm, das ist halt minus 15 Wasser dann, aber du hast halt Hunger und du kannst ja eine Flasche Wasser trinken. Ja, habe ich auch noch zur Not. Wasser habe ich auf jeden Fall. Hast du den obersten Auftrag angenommen? Ich habe bis jetzt nur, geh zum Vorratspunkt. Oh ja, ich habe eine Aufgabe angenommen. Ich kann nur eine Aufgabe annehmen, aber die ist hier 130 Meter direkt in die Richtung. Ich nehme die auch mal an. 130 Meter wo? In diese Richtung hier. Okay, wo ist denn meine Aufgabe jetzt hier? Wo schickt der mich denn hin? Das wäre cool, wenn das Gruppenaufgaben wären, ne? Habe ich die jetzt angenommen? Also bei mir ist direkt markiert. Bei mir nicht, glaube ich. Mhm. Nö, keine Ahnung. Egal, lass mal zu deinem Auftrag einfach gehen. Ist bei dir oben rechts nicht, steht bei dir oben rechts nicht deine Aufgabe, was du zu tun hast, sondern begib dich zum Sammelpunkt, bla bla bla, Meter? Nee, ich glaube, das Problem ist, dass weil ich noch den Schatz habe. Ach so, scheiße. Aber wir können aber mal, ich folge dir einfach mal. Ach so, okay. Es ist Nebel, ich glaube, wir haben mehr Zombies jetzt, aber ist egal. Ist ein Katzensprung quasi. So, mal gucken, was passiert. So. Warte, hier gibt es noch ein Nest, leeres Vogelnest, okay. Wahrscheinlich warten da einfach 20 Bären jetzt, die so mit so einer Sonnenbrille am Pokertisch sitzen auf uns, weißt du? Sag mal, ist er nicht... Okay. Okay, das ist wild.
Ja, das, das wird anspruchsvoll. Ja. So, Package hat hier, wurde hier gedroppt. Hä? Drücke E zum Starten der Quest. Okay, jetzt müssen wir hier rein, offenbar, ins Haus oder was? Dieses Gebiet ist momentan nicht verfügbar für Quests. Hä? Aber wo, hä? Oh, hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm raus. Jo. Ah. Oh, ich muss nachladen, leider. Entschuldigung. Ach, ich sollte öfter nachladen. Oh, wow. Oh, wow. Hä? Oh, wow. Hä? Boah, Tobi, was geht denn mit dir? Ich kann voll eskalieren, ich kann gar nichts machen. Aggressiv. Gut. Ja, wir sollten das Haus, wir sollten das Haus markieren, damit keine Zombies respawnen. Hä? Hier ist auch wieder zu. Ach. Okay. Kollege, voll hinter dir, hinter dir. Geil. Ja, wir sollten dringend so ein Ding holen vielleicht. Oh geil, hier ist alles wieder respawned. Ernsthaft? Ja. Kiste aber leer? Bitte sag mir nicht, dass unsere Sachen dafür weg sind. Vier Reparaturkits, Tobi. Ich kann die Wrench reparieren. Nice. Hier sind voll die geilen Sachen drin auf einmal. Das war dumm. Brauchst du Hilfe? Nee, nee. Das hört sich mal anders an. Geht. Geht. Ich meine, sag mir aber bitte nicht, dass unsere Sachen, das Lagerfeuer ist weg. Das ist la... Oh nein. Oh oh. Oh, warte mal, die Sachen sind alle weg. Hier ist ein Typ. Die Sachen sind alle weg, ne? Ja, die Sachen sind alle weg. Ich hab's mal erleben. Das ist aber richtig beschissen. Das ist aber richtig. Wow. Gut, jetzt muss man dazu sagen, also das ist halt einfach jetzt doof gelaufen, ne? Das ist, ich meine, du hast das beschissen. Ich meine, das Spiel berechnet halt wahrscheinlich nicht, dass wir uns hier gerade kurz vorher niederlassen wollten, ne? Das, ja, aber das war, wir haben unseren ganzen Scheiß da abgelegt, Tobi. Ich habe meine ganzen Wasserflaschen hier ins Lagerfeuer geballert. Und zum Abkochen. Ah, das ist bitter. Alter, wie mir das Game gerade keinen Spaß mehr macht. Entschuldigung. Es ist einfach mega frustrierend. Hier sind so viele frustrierende Sachen dabei. Es tut mir echt leid. Oh Mann. Ich will nicht, ich habe langsam das Gefühl, wir sind so Mäkelköppe geworden, wie die beiden, ja, Muppet-Opas. Halt, aber das ist halt wirklich Mäkler. Scheiße. Ich meine, ja. das kannst du doch nicht relativieren und irgendwie sagen, naja, ja, shit happens. Nein, dieser Shit happens nicht in der normalen Welt. Es ist ein fucking Survival-Game, wo es eh schon super schwer ist. Dann sammelst du die Scheiße zusammen, ballerst das hier alles rein, kochst endlich dein Wasser auf, das eh schon alles knapp ist. Und auf einmal, und dann wird es einfach alles gelöscht. Weil es schlampig programmiert ist. Nein, es ist nicht schlampig. Ach komm! Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt. Wie ist das, wenn wir da hinten bei unserem Haus, ne? Stell dir mal vor, wir würden eine Aufgabe annehmen. Und die würde uns zu unserem Haus führen. Also, hier haben das Rezept für dich. Stell dir mal vor, wir hätten unseren Scheiß hierher gezogen schon. Und hätten dann ja, die Quest angenommen. Ja. Warte mal, Tobi, hier ist ein Rezept für dich. Ich hab das schon. Ja, was wär denn dann? Du kannst mir nicht erzählen, dass das auf irgendeine Art und Weise okay ist. Nee. Ich meine, gut, das, was wir jetzt haben, ist wahrscheinlich Pimmelkram gewesen, verglichen mit dem, was man später hat, klar. Aber für uns ist das gerade halt schon eine Menge. Gerade so am Anfang jetzt, wo es eh schon alles ein bisschen frustrierend ist mit dem ganzen Scheiß Rumgefresse und so. Ja, es war halt auch eine jede Menge Stuff, ne? Ich glaube, es war die ganze Kiste war voll. Ja. Das ist schon gut. Das ist nicht so geil. Boah, ich bin gerade nicht so begeistert, wenn ich ehrlich bin. Nee, leider gar nicht.
Und ich weiß auch noch nicht mal, was wir jetzt hier suchen sollten. Haben wir das jetzt? Hast du das Ding gefunden? Nee, irgendwie, warte mal, ich muss mal vielleicht auf der Map gucken. Irgend so ein Koffer oder so. Hier, aber vielleicht oben? Ich weiß nicht, geh mal kurz nach oben. Hä? Oder ist das unten? Also bei mir ist es gerade auf der Map markiert, aber irgendwie gefühlt hier draußen. Ich glaube, es müsste unten. Es ist unten, glaube ich. Oder vielleicht kommt das Haus ja gleich wieder zurück in seinem Originalzustand. Das könnte auch sein, glaube ich aber irgendwie nicht. Warte mal, jetzt ist es oben? Warte mal. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Okay. Na komm, ich gehe wieder rein. Ich habe mich so gefreut über das Haus gerade, ne? Es war gerade alles ganz kurz mal gut. Ja. Ach, hier unten. Kurierturnister, der Boden war hohl. Und da drin ist ein Stück Butter. Ich weiß nicht, Vorräte aus White River. Okay. Zurück zum Händler. Rede mit Händler. Warte mal, kann ich das auch noch annehmen? Wenn ich das jetzt hier... Warte mal, ich drücke einfach mal. Dieses Gebiet ist momentan nicht für diese Quest verfügbar. Ja, schön. Hm. Cool. Nett, dass wir in einer Gruppe sind und das nicht zusammen machen können. Das wird fantastisch gleich, wenn wir Zombies jagen gehen. Wahrscheinlich mache ich denen dann keinen Schaden oder so. Oder die greifen nur einen an. Wobei, das kann man auch, das kann man exploiten. Ja. Tobi, warum bist du denn jetzt so still auf einmal? Weiß ich nicht. Weißt du noch, meine Folgentitel in der ersten Folge heißen immer Erik und Tobi retten. Nee, Tobi und Erik retten die Welt. Ja. Weiß, ja. Diese Welt hier ist mir langsam scheißegal, Tobi. Ja, von mir aus kann die auch vor die Hunde gehen, ist mir vollkommen wohl. Keine Hunde haben wir ja genug hier. Bären. Okay, ich kann mir der Rohrbombe, 10 Rohrbomben kann ich mir aussuchen. Gezähnte Klinge-Mod, 10% Chance mit einem gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde zu verursachen. Oder Kneipenschlägerei-Band 7. Nichts zu essen. Natürlich nicht. Ich habe die Rohrbombe. Man macht die Stufe 1 Aufgaben, weil man davon ausgeht, dass das eine Stufe 1 Aufgabe ist und man braucht am Anfang was zu essen und man kriegt Rohrbomben. Nichts zu essen? Rohrbomben. Und jetzt kann ich noch weitere Aufgaben machen. Abholen in 405 Meter. Oder ich mach mal beseitige Zombies nur 12 Meter. Mal gucken. Ich probier mal, ja? Ist bestimmt auch wieder in unserem Haus drin. Herausforderung abgeschlossen. Stufe 1 abholen, bringen die Vorräte zurück. Cool. Du hast dir eine Schürfwunde zugezogen? Achso, die muss aber schon später vorher gewesen sein. Du bist hungrig. Ja, ich weiß. Mist. Klar. Kennst sie nicht, die Kaffeepflanze aus Stahl.